Ja, liebe Freunde vom Kanal PVB OK, servus, grüßt euch. Wunderbar, dass ihr da seid und eingeschaltet habt. Heute geht es um Stranded Deep und zwar um den Patch 60.01. Da möchte ich die Anfänger ja etwas näher bringen, damit ihnen viele Sachen erspart bleiben, die sie rausfinden müssen ohne Erklärung. Dieses Tutorial soll also, wie gesagt, euch etwas helfen. Auch für die Fortgeschrittenen ist es vielleicht nicht schlecht, mal reinzuschauen, denn es hat sich da sehr viel geändert. Der Stadtbildschirm, den habt ihr schon gesehen, der wurde auch geändert. Und wir haben hier die Möglichkeit, auf eine existierende Welt zu gehen oder eine neue zu generieren. Wir haben die Möglichkeit, im Modus Singleplayer oder kooperativ zu spielen. Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Wir bleiben mal hier beim Singleplayer. Dann die Schwierigkeit ist normal bzw. hart, kreativ. Wir bleiben bei normal. Dann die Einstellung für die Wildtiere. Gibt es normal, passiv und removed? Wir machen normal. Das Passive ist, ja, die Tiere greifen so gut wie nicht an. Das ist schon mal positiv für Schlangen und Krebse und ja, Haie. Oder zumindest greifen sie so langsam an oder man kann es rechtzeitig erkennen, dass man eben noch flüchten kann. Also gehen wir wieder auf normal. Removed weiß ich nicht. Angeblich soll Removed bedeuten bei den Wildtieren, ja, dass einem überhaupt nichts passiert. Aber das muss man ausprobieren. Ja, dann hätten wir die Möglichkeit, hier auf männlich oder auf weiblich zu gehen. Ich bleibe bei männlich. Und dann sagen wir ganz einfach mal Start. Ja, das ist die Sequenz, die Einstiegssequenz, wo uns gezeigt wird, dass wir im Flugzeug sitzen und dann ja, gibt es halt einen Schaden am Flugzeug oder Turbulenzen. Und dann geht es dahin mit uns. Da wurde auch einiges geändert in dieser Sequenz, ich weiß aber nicht, was es ist. Ja, und dann fängt das Spiel quasi an. Wir sind hier im Schlauchboot. Wir müssen uns das Paddel nehmen und müssen loslegen. Und da hinten, wo ihr jetzt den weißen Punkt seht, das ist die Insel, die ich dann generiert habe für euch, um hier dieses Tutorial machen zu können. Und wir fliegen jetzt ganz einfach mal schnell zu dieser Insel. Und zwar in den Kartographer und dann gehen wir auf Edit. Ja, wenn das Spiel das so will, dann müssen wir das so machen. Hallo liebe Leute hier auf dem Kanal vom PVB OK. Servus, grüßt euch. Ja, wir werden uns heute dem Patch 60.01 widmen. Das ist also ein Tutorial, was ich jetzt hier für euch mache, und zwar speziell für Anfänger, die ganz frisch dieses Spiel anfangen und möglicherweise durch ja, das ganze Menü etwas überfrachtet sind. Und das soll euch helfen, im Spiel euch am Anfang zurechtzufinden. Auch die Fortgeschrittenen können hier reinschauen, denn jeder, der diesen Patch jetzt neu spielt, wird erst einmal große Augen machen. Und dafür wollen wir uns hier mal diesen Patch 60.01 widmen. Und ich fange jetzt hier an in der Nacht.
weil das, was ich erklären möchte, auch in der Nacht machbar ist. Und zwar schauen wir uns als erstes mal die Uhr an, die ist niegelnagelneu, die wir da bekommen haben. Wir haben oben das Herz, das heißt, hier sind alle Kästchen schwarz, das heißt, mir geht es gut. Je weniger schwarze Kästchen da sind, umso schlechter geht es mir. Unten drunter haben wir hier abgebildet Fleisch, Essen, also schaut aus wie so eine Schweinshaxe, ne? Und da fehlt mir also schon ein schwarzes Kästchen, fehlt mir, aber da brauche ich noch nicht essen, das ist also noch nicht tragisch. Unten drunter dieser Tropfen, das heißt, ja, ich sollte mal irgendwann wieder trinken, denn hier fehlen mir schon fast 4 schwarze Kästlein. Da werden wir uns dann nachher mal etwas reinpfeifen, damit wir nicht dehydrieren oder verdursten. Unten drunter haben wir SPF, da haben wir volle Kästchen, das heißt, uns ist es nicht zu warm. Wenn jetzt dieser Balken nach links geht und die schwarzen Kästle immer weniger werden und wir auch noch arbeiten, dann kann es also sehr leicht sein, dass wir überhitzen, dass wir einen Hitzekoller bekommen, dass wir Sonnenbrand bekommen, dass wir dehydrieren, möglicherweise noch, wenn wir zu wenig Wasser haben, und dass wir einen Hitzetod sterben könnten. Abhilfe schafft dagegen, wenn ich mich in einem Gebäude aufhalte oder in einem Schiff aufhalte, dann regeneriert sich dieser Balken wieder und wird immer schwärzer. Dann wechseln wir mal in den nächsten Mod. Da haben wir jetzt eine Besonderheit, die eingebaut worden ist, und zwar haben wir hier Skill Level. Bedeutet als erstes das Hunting, dargestellt durch Pfeil und Bogen. Je mehr Wildtiere ich erledige, umso mehr schwarze Kästchen werde ich bekommen und umso weiter skill ich mich. Das andere unten drunter, die Wokpfanne da, Cooking, ist dasselbe. Je mehr ich koche, je öfters ich koche, brate und verzehre, umso mehr kann ich hier mein Cooking skillen. Das Harvesting, das bedeutet, dass ich mit der Spitzhacke fleißig Steine klopfen muss. Dann kann ich hier meine Ausdauer bzw. meine Fähigkeiten erlernen. Und Physical, das bedeutet die körperliche Geschicklichkeit, das heißt also Ausdauer beim Rennen, beim Tauchen, beim Gehen, beim Tragen, Schleppen von schweren Lasten und so weiter. Und Craftsmanship, das wäre die Handwerkskunst. Da kann ich also skillen, indem ich hier verschiedene Sachen baue, auf niedrigster Stufe natürlich, weil alle Level ja noch nicht freigeschaltet sind, sondern nur die ganz primitiven, ich sage mal Level 0 quasi. Und dann sollte ich hier mit Hammer und Meißel und was weiß ich nicht alles anfangen, um mal ein bisschen was zu bauen. Und dadurch kann ich die Handwerkskunst verfeinern, kann dann andere Sachen wieder freischalten. Dann haben wir hier den Statuseffekt, da wird euch angezeigt, ob ihr zum Beispiel am Bluten seid, ob ihr vergiftet seid, ob ihr einfach zu sehr aufgeheizt seid. Das könnt ihr dann hier unter Statuseffekt sehen. Die Uhrzeit läuft kontinuierlich durch. Ihr seht auch das Datum, 7. Januar. Und UV-Strahle steht bei Nein. Also wir haben momentan keine UV-Strahlen, ist auch klar. Wir sind ja hier in der Nacht. So, dann wechseln wir wieder auf unser normales Fenster, was wir brauchen. Ja, wir sind hier in der Nacht gelandet und ihr seht hier Wolken. Ich habe also das Spiel auf volle Grafikpower eingestellt. Und was jetzt hier schön ist zu erkennen, der blaue Himmel. Er hat keine Streifen, die Übergänge sind sehr schön gemacht. Es gibt hier keine farblichen Unterschiede, als hatte Abgrenzungen, wie es in dem alten Spiel ist und war. Da hinten, könnte das der Mond sein, oder nein, die Sonne geht noch nicht auf, das dauert noch ein bisschen. Und diese Insel habe ich jetzt extra für euch schnell generiert und euch einmal wichtige Sachen draufgepackt, damit ihr seht, was hier in dem Spiel alles neu dazugekommen ist. Ja, dann warten wir mal, bis die Sonne aufgegangen ist. Das dauert also gar nicht mehr allzu lang.
Wir können gleich einmal einen Test machen. Wir laufen jetzt mal ganz schnell. Und ihr seht ja hier diesen gelben Balken, der immer weniger wird. Das heißt, wenn dieser gelbe Balken verschwunden ist, dann ist eure Ausdauer ja futsch. Und dann kommt ein roter Balken. Und dieser rote Balken, der muss wieder voll werden, damit ihr wieder genug Energie zum Sprinten habt. Dasselbe ist dann auch, wenn ich im Wasser bin und ich schwimme. Ich kann schnell schwimmen, ich kann normal schwimmen, ich kann tauchen. Zusätzlich zum Tauchen seht ihr dann ja den Balken für die Luft. Und das ist der gelbe Balken. Für jeden, der es noch nicht noch einmal gesehen hat, hier sehen wir den blauen Balken und der zeigt euch an, wie viel Luft ihr noch habt beim Tauchen. Ich hoffe, dass kein Hai kommt. So, mein Ausdauer ist natürlich hinüber. Jetzt kann ich natürlich nicht schnell schwimmen und auch nicht rennen. Muss ich warten, bis meine Erholung wieder voll ausgeschöpft ist. Tja, und dann schauen wir uns ganz einfach mal an, was wir alles haben. Wir haben hier ein Schiffswrack. Dieses ist ein älteres Schiffswrack. Das hat es schon in vorhergehenden Patches gegeben. Dieses Schiff hier hat es auch schon gegeben. Was neu dazugekommen ist, ist zum Beispiel dieses Flugzeugwrack. Das ist niegelnagelneu. Und da findet man natürlich auch Loot drinnen, ist ganz klar. Da werden wir nachher auch noch mal reingucken. Dann haben wir hier eine Yacht. Das ist auch niegelnagelneu. Und dieser Segler hier als Wrack dargestellt, ist auch neu in diesen Patch hier eingearbeitet worden. Und das größte Highlight ist quasi hier der Tanker. In dem Tanker findet man auch recht viel Loot. Da werden wir uns dann nachher mal versuchen, in diese einzelnen Fahrzeuge hinein zu beamen. Hier habe ich vorbereitet ein bisschen Stein zum Klopfen. Da hinten sieht man noch mal zwei alte Wracks. Die hat es also im vorhergehenden Patch auch schon gegeben. Und dann widmen wir uns noch mal einer Sache, die neu hinzugekommen ist. Und zwar haben wir die Möglichkeit, verschiedene Shelter zu bauen oder Unterkünfte zu bauen. Wir können auch ganze Häuser bauen, aber das sind jetzt mal hier Shelter, die ja im Spiel vorhanden sind. Shelter brauche ich immer, um das Spiel abspeichern zu können. Und wir sehen auch in diesen Shelters verschiedene Loot-Kisten, die man also dann aufnehmen kann und schauen kann, was ist in diesen Lootkisten alles drinnen. Das ist recht nice gemacht. Da muss man also dann bei BeamGeam muss man dann schon nochmal wieder sagen, Leute, das habt ihr gut gemacht. Endlich habt ihr mehr Sachen hier eingearbeitet, damit die Sache hier wesentlich schöner wird. Und überall sind Lootkisten vorhanden. Was natürlich drinnen ist, wissen wir nicht. Seile sind da, wie sind da? Ja, und die Lootkiste halt, ne? Ach, da haben wir noch einen Speer, einen einfachen Holzspeer. Dann haben wir hier Kokosnüsse. Ja, alles ein bisschen primitiv, ist ja logisch, denn wir sind ja gestrandet. Und da sind wir natürlich noch nicht komfortabel eingerichtet. Das ist natürlich auch hier sehr nice gemacht mit dem umgekippten Schiff. Da finden wir auch Lootkisten drinnen. Ja, schön mit dem Gerippe. Und dann gibt es auch eine gute Axt, die was aushält. Und was sie noch schön gemacht haben, ist hier dieses aus Kokosnusspalmen hergestellte, ja, ich sage jetzt einmal Halbrundzelt, ne? So fast wie, ja, wie die Eskimos haben, bloß nicht aus Eis, ne, und Schnee. Wir sind ja hier auch in der Südsee. Gut, dann habt ihr schon einmal gesehen, was hier alles neu in diesen Patch eingearbeitet wurde. Und jetzt versuchen wir uns doch einfach mal zu skillen. In der Form, nein, wir werden jetzt erst einmal schnell
etwas essen müssen. Hoffentlich finde ich mein Essen, was ich abgelegt habe, weil sonst sind wir tot. Und das wollen wir ja nicht, weil das Video ist noch nicht zu Ende. Und jetzt werden wir mal skillen. Und zwar nehmen wir die Axt auf und dann klopfen wir hier mal auf diesen Stein. Es gibt also auf einigen Inseln gibt es also hier diese Steinklöpse, sage ich jetzt mal. Und da kann man sich dann kleine Brocken runterschlagen, die man braucht. Weil Stein ist ganz wichtig in dem Spiel auch. Und je mehr, dass ich also hier kaputt mache, umso besser kann ich mir skillen. Ich weiß nicht, wie viele dieser Brocken, dass man Entschuldigung, zerstören muss, um sich aufzuleveln. Aber mit ein, zwei solchen Brocken ist es mit Sicherheit nicht getan, weil das wäre ja alles viel zu einfach. Und dann schauen wir jetzt einmal auf unser Level. Also wir haben schon einmal 3 Levelpunkte hinzugewonnen, oder nein, diesen einen Level haben wir jetzt mit 3 Punkten mal gefüllt. Ja, wir machen noch einmal einen Block dazu. Das ist natürlich für diejenigen, die das Spiel schon bis zum Ende gespielt haben, ja, vielleicht nicht ganz so interessant. Die finden sich eher zurecht als wie ein Anfänger. Der wird natürlich schon seine erheblichen Probleme haben, dass er hier sich durch dieses Menü kämpft, weil er nicht genau weiß, was wollen die von mir, ne? Oder was soll ich tun? So, und das sollte uns doch für einen Balken, sollte uns das doch gegebenenfalls vielleicht langen. Harvesting Level Up. Okay, ja, wir haben jetzt 4 Balken. Okay, das sollte uns erst einmal genügen. Und dann werden wir uns mal hier schnell im Jagen werden wir uns mal skillen. Da zeige ich euch das auch, wie das dann funktioniert. Ich hoffe, dass es funktioniert. Dazu nehmen wir die Harpune und wir nehmen uns die Pfeile auf, die ich hier abgelegt habe. Habe ich alles für euch hier schnell mal etwas gemacht. So, und dann sollten wir mal vielleicht nicht daneben schießen, wenn es geht. So, die haben wir erst einmal erledigt. Damit wir dann also hier auch gefahrlos mal hineingehen können. Na gut. Na, daneben schießen. So, die haben wir erst einmal platt gemacht. Das heißt also, wir können... Nein, also das war jetzt nicht Absicht, dass ich die Harpune wegschmeiß. Jetzt holen wir uns erst einmal die Pfeile. Das ist natürlich auch gut. Haben sie auch im letzten oder vorletzten Patcher so gemacht, dass man sich seine Pfeile wieder holen kann. Das ist recht nice. Es gibt auch Situationen, wo die Pfeile kaputt gehen, wenn man also auf Felsen schießt zum Beispiel. Ach, da ist nochmal eine. Die machen wir auch noch platt am besten, damit uns hier nicht irgendwas passiert. Na komm, kringel dich noch mal zusammen. Jawohl. Ja komm. Na, daneben schießt. Okay. Ja, ich könnte es natürlich jetzt dann auch alles rausschneiden. Ja, eigentlich hatte ich ja schon auch getroffen, ne? Ja, ich habe jetzt die Harpune genommen, weil das am einfachsten geht, ne? Und jetzt schauen wir mal, dass wir von diesen Wildschweinen... okay. Eins erwischen.
Das schaut halt aus wie ein gespickte, ne? Ups. Wo bist du denn jetzt? Da bist du. Hoppala, daneben geschossen. Ja, die rennen natürlich hier wie die Wilden durch die Gegend. Das ist der helle Wahnsinn. Ah, sackelt sie minder auch. So, jetzt hat sie es endlich erwischt. Ist ja auch Zeit geworden. Habe ich ganz schön was daneben gesammelt, ne? Normalerweise, ich weiß auch nicht, wenn man da solche Harpunpfeile reinkriegt, dann sollte man vielleicht auch schon ein bisschen eher tot sein. Aber ist ja wurscht, ist ja auch nur ein Spiel. Ist da nochmal was? Ne, das ist der Schwanz. Hahaha, jetzt habe ich gedacht, das wäre nochmal ein Pfeil. Okay, dann schauen wir mal nach unserem Level. Also wir haben 2 Punkte dazu bekommen in unserem Jagd. Level. Das heißt also, wir können das erste Mal wegpacken. Das brauchen wir momentan eben nicht mehr. Schmeißen wir das einmal weg. Dann die Pfeile brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Die können wir eigentlich auch wegpacken. So, und dann nehmen wir uns den Hammer. Und dann schauen wir mal, was können wir denn eigentlich Lustiges bauen. Ganz was Einfaches. 4 Stück. 4 Stück? Bei Level 1. Haha. So, wir haben aber noch nicht Level 1. Das heißt also, wenn ich jetzt hier auf dem Holz stehe, müsste er mir das ja normalerweise anzeigen. Weil das Schöne ist dabei, man muss nicht immer alles einsammeln, was man braucht. Sondern es langt, wenn man das alles auf den Haufen geschmissen hat, dann könnte man auch so bauen. Jetzt schauen wir mal, jetzt fängt das Regnen auch noch an. Na, sauber, sag ich. So, jetzt schauen wir mal, was kann ich denn bauen. Level 1, also ich kann hier gar nichts bauen. Dann schauen wir mal, was kann ich hier bauen. Level 1, gibt es kein Level 0. Level 1, Level 1, Level 1, Level 1, 1, 2, Craftingsmenü. Ja, was könnte man denn machen? Ich habe hier nichts zum Bauen. Dann kann ich euch das natürlich auch nicht zeigen. Und ihr seht ja hier, welchen Levelgrad das man benötigt, um entsprechendes herstellen zu können. Da wird sich also der eine oder andere sich mit Sicherheit die Zähne dran ausbeißen. Das ist natürlich schade, dass man da jetzt nichts machen kann. Ich habe ja auch nicht so weiter vorbereitet. Ich habe gedacht, das ist lang. Das wird uns nichts helfen hier, weil dazu brauchen wir eigentlich keinen Hammer. Ja, das ist natürlich dumm. Na gut. Dann habe ich hier die Möglichkeit, mein Toolbelt zu erweitern oder überhaupt zu generieren. Und da schauen wir mal hier. Jetzt haben wir das aufgesammelt. Das da unten weiß ich noch nicht, ob das Level 1 bis Level 10 ist. Irgendwas stand in der Beschreibung drinnen. Ich habe es aber nicht rausfinden können, was es jetzt genau bedeutet. Ja, dann schmeißen wir die Dinger eigentlich wieder weg. Die brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht mehr. Hilft uns auch nicht. Weiter gehen wir noch mal rein. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Sachen haben wir. Wir können dann dementsprechend unser Tool erweitern. Das heißt, wenn wir entsprechendes Material haben wie Seil bzw. Stoff und Leder. Und Lederriemen, dann können wir unseren Toolbelt erweitern, wo wir also mehr Werkzeug unterbekommen. Dann haben wir hier die Bird Snake, das heißt also die Falle für Vögel, und wir haben die Fischreuse. Die waren schon im vorhergehenden Level mit drinnen. Was neu dazugekommen ist, ist zum Beispiel dieser Container Shelf. Das heißt also, wenn ich mir ein großes Floß gebaut habe, dann kann ich also mir 2 solche, ich sag mal, Regale, die könnte ich mir auf das Floß draufstellen und könnte dann meine Lootkisten
Ja, meine Lootkisten. Ihr habt ja gesehen, diese Lootkisten, jetzt rennen die Schweine frei draußen rum, diese Schweine. So, das sind die Lootkisten. Und dementsprechend kann ich also hier 3 Lootkisten unterbekommen. Das heißt, ich kann auf dem Floß 6 Lootkisten transportieren, die bei Sturm und so weiter nicht mehr runterfallen. Sonst musste man sie ja flach aufs Floß stellen und dann sind sie weggerutscht und weg waren sie. Ansonsten ist hier meines Erachtens, was ich so sehe, nichts weiter dazugekommen. Dann, das ist das normale Shelter, was man braucht am Anfang, um eben auch sein Spiel abspeichern zu können. Das ist alles normal, da hat sich nichts geändert. So wie ich das jetzt hier an den Symbolen erkennen kann, ist das alles gleich geblieben. Ja, da hat sich nichts geändert. Und schauen wir mal hier. Das ist auch alles gleich, da hat sich auch nichts geändert. Ja, war auch nicht notwendig, dass man hier Veränderungen noch vornimmt, dass man noch mehr Material benötigt, um etwas herstellen zu können. Das passt schon. Und vor allen Dingen, bis man diesen Level erreicht hat, ja, da könnt ihr ganz schön arbeiten und kämpfen. Dann schauen wir mal hier bei den Konsum-Labels. Das ist auch alles gleich geblieben. Die Bandage hat es mal eine Zeit lang nicht gegeben oder konnte man nicht herstellen. Jetzt geht es wieder. Trinkflasche, ja, da haben wir einen Splint. Das ist, wenn ich gebrochene Knochen habe, Arm oder Bein, dann kann ich diesen Splint verwenden, um mich wieder zu heilen. Dann kommen die Arzneimittel, Antidote, Gauze, Breath Boost, Clay Water Bottle, also Frischwasserbehälter und Shark Repellent. Shark Repellent, ja, bedeutet, dass ungefähr 12 Stunden die Haie von euch ferngehalten werden. Ihr braucht dazu diesen giftigen Lionfish. Wenn ihr den mit der Harpune fangt, dann nehmt ihn nicht mit der Hand ab. Ja, das könnte euch das Leben kosten. Das müsst ihr anders bewerkstelligen, dass ihr diesen Fisch einfach an der Harpune lasst und dann eben euch nur diesen Behälter aus Kokosnuss macht. Dann braucht ihr hier die Antidote dazu einmal und dann geht ihr hin mit dem ganzen Material zu dem Speer, wo der Fisch dranhängt, und dann könnt ihr euch den Shark Repellent generieren, ohne dass euch irgendwas passiert. Ja, Breath Boost ist, wenn ich erkältet bin, damit mein Atem wieder besser wird. Gauze war bei Blutungen und Antidote ist für Vergiftung. Ja, alles andere. Aloe Salve ist auch wichtig, das ist gegen Sonnenbrand und Sonnenstich. Ja, und das ist eine ganz normale, einfache Kokosnussflasche. Ne? Ja, dann hätten wir die Story, da hat sich nichts geändert. Es ist natürlich alles noch geschlossen, logisch, und dann wechseln wir wieder zurück. Ich glaube, nein, uns fehlt ja noch was. Building Vehicles, da hat sich auch nichts weiter geändert. Wir können also Flöße können wir herstellen mit Fässern, mit Reifen, mit den Bojen, mit normalem Holz. Dann können wir die Oberfläche gestalten mit Holz aus Driftwood, also Treibholz, und normales Holz, Planken aus Blech und aus Lehm. Ja, Blech und Lehm scheidet aus. Das sind unhandliche Flöße, mit denen braucht man nicht rumfahren. Plank Raft Floor ist noch mit am besten. Bei einem Transportfloß kommt es darauf an, wie man es baut, dann könnte man ja aus Blech auch noch was machen. Das hatte ich schon mal in einem Tutorial erklärt. Schiffsschrauben. Wir haben also jetzt die Möglichkeit, uns ein Sonnensegel zu bauen. Das können wir aufs Floß drauf machen. Ich glaube, man kann es auch vielleicht so irgendwo draußen hinstellen. Ich weiß es nicht. Das ist der Anker, der ist schon gleich geblieben, das Segel ist gleich geblieben, das Ruder ist gleich geblieben, und dann haben wir hier den Bootsmotor. Und dann haben wir hier unseren Helikopter, die Einzelteile von Helikopter, das ist auch alles gleich geblieben.
Okay, dann gehen wir zum Farming. Einfache Seile gespannt mit 4 Hölzpflöcken und dann aus Holzplanken oder aus Blech können wir uns Beete herstellen und da drinnen etwas einpflanzen. Was also ganz neu ist, was sie implementiert haben, ist, dass man zum Beispiel jetzt auch in der Lage ist, ja, diese Palmensprösslinge, die man auch benötigt, um Wasser zu generieren für die Waterstill-Anlage. Die kann man jetzt von anderen Inseln holen und kann sie in Beete einpflanzen. Und dann hätte man immer wieder genug Nachschub, um seine Waterstill-Anlage ja, mit diesen Palmen Sprösslingen zu bestücken und immer wieder frisches Wasser zu bekommen. So, wir wollten noch mal in die einzelnen Wracks hineingehen. Dazu werde ich jetzt ein Break machen und wir warten, bis der Tag angebrochen ist und dann schwupsen wir da mal hinein. Okay, bis gleich, liebe Leute. Und dann können wir hier gehen auf Objects und gehen auf Animals. Und dann haben wir hier ein Wildschwein, das ist altbekannt, die Krabbe ist bekannt, der Merlin ist bekannt. Dann haben wir hier den Shark Goblin, den Shark Great White, also den weißen Hai. Wir haben den Hammerhai, wir haben den Tigerhai, wir haben den Walhai, wir haben die Snake, also unsere Schlange, die ist altbekannt. Und die Fische sind jetzt hier neu dazugekommen. Ja, komischerweise hier hinten kann man diese Tiere sehen. Warum dass das so ist, weiß ich nicht. Warum sie auf meiner Insel auf einmal weg sind, wie wir von unserer gestrandeten Insel hierhin ja, geflogen sind. Einer fehlt, der ist, ne, jetzt ist er da, also seltsam, aber wir können uns die Viecher mal schnell ein wenig anschauen. Also es ist schon nicht schlecht gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Da haben sie sich doch wieder mal angestrengt. Und dann gibt es natürlich noch einen Barsch, aber dieser Barsch, den kann man wohl nicht setzen oder er ist wieder rausgenommen worden. Ich weiß es nicht, oder vielleicht ist er als, ja, wenn das Spiel generiert wird, dass der dann automatisch gesetzt wird, was aber unsinnig wäre, warum ich ihn selber nicht hier in das Spiel implementieren kann, wenn er eigentlich da sein sollte. Also gehe ich davon aus, man hat ihn möglicherweise wieder entfernt. Das kann durchaus der Fall sein. Okay, dann machen wir hier einen Cut. Und dann geht's mit dem Tutorial an anderer Stelle weiter. Bis gleich. Tja, der Cut ist schnell beendet und wir befinden uns jetzt hier mit Hilfe der Entwicklerkonsole im fliegenden Modus. Und wir landen jetzt einfach mal hier auf dem Schiff und schauen uns mal hier das Schiff an. So, dann sollten wir dann nochmal hier landen. Und dann schalten wir mal den Modus aus. So, und dann befinden wir uns hier auf dem Schiff und da können wir mal hier reingucken, was sie hier alles gemacht haben. Ja, schaut auch eigentlich ganz nett aus. Man kann auch die Türe öffnen, glaube ich. Ja, geht. Geht doch alles. Ja, da gibt es natürlich dann Loot-Schränke. Da gibt es also dann entsprechendes Material, was man sich rausziehen kann, wenn man es benötigt. Kann man sammeln. Dann schauen wir mal, was hier unten alles ist. Ja, überall Türen, ne?
Da gibt es auch wieder Loot-Schränke. Ah, die Tür ist kaputt, die geht nicht auf. Okay, ist aber auch nicht so dramatisch. Da haben wir wieder Loot-Schränke, ja, einmal frei. So, irgendwie sollten wir da vielleicht auch wieder nach unten kommen, ne? Muss man aufpassen, dass man die Tür nicht in die Nase kriegt. Ah, Loot-Schränke en masse. Ja, da geht es weiter runter. Ja, da kommen wir in den Maschinenraum. Oder dementsprechend, was es hier ist. Ja, genau, Maschinenraum. Wird man wahrscheinlich auch wieder dementsprechend ja Loot-Sachen finden. Hier unten eine Loot-Kiste. Also, die Entwickler haben hier schon ganz schön was gemacht. Da oben noch eine Loot-Kiste. Und dann beamen wir uns mal weiter. Weil wenn wir jetzt hier runter hüpfen, werden wir uns wahrscheinlich irgendwas brechen, schätze ich mal. Das wollen wir ja nicht. Also werden wir hier noch einmal unseren Fly-Modus aktivieren. So. Und dann fliegen wir nochmal hier über unsere Insel. Und das ganze Zeug, was ich hier hingemacht habe, sollten wir mal hier reingucken in das Flugzeug. Ja, haben sie doch auch alles schön gemacht. Komme ich da raus? Nö, da komme ich nicht raus. Ups, das geht schnell. Jetzt bin ich wieder draußen. Ja, gut. Ich meine, im Prinzip habe ich euch jetzt erst einmal das Wichtigste gezeigt, was hier alles neu in dem Patch eingearbeitet worden ist, und habe euch versucht, jetzt einmal so schnell wie es geht zu erklären, auf was das ihr da achten müsst und wie das alles mit dem Skillen zu tun hat. Ja, bei Anregungen könnt ihr mir natürlich im Kommentar niederschreiben, ob ihr nochmal was speziell sehen oder wissen wollt. Dann versuche ich das im Nachgang noch zu machen. Ansonsten sage ich danke fürs Einschalten. Leute, denkt an der Like. Abonniert meinen Kanal, wer es noch nicht getan hat. Und dann wünsche ich euch alles Gute. Und schaut mal in die Videobeschreibung, da findet ihr auch noch Links. Und dann sage ich Holdrio, bis zum nächsten Video. Tschüss, bye bye, arrivederci, euer PvP. Okay.